Grüße und willkommen bei einem neuen Let's Play Video oder vielleicht neue Reihe, die ich machen werde, Let's Retro. Wie ihr schon auf dem Bildschirm sehen könnt, habe ich den C64 angeschmissen. Emulator. Und wir begeben uns in das schöne, gute Jahr 1988 zurück. An dem Jahr, in dem The Last Idea 2 erschienen ist. Eins der geilsten Spiele auf dem C64. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt rein. Und ich hoffe, ich kriege das noch auf die Kette. Weil im Grunde mache ich jetzt blind wieder C64. Ich bin da so lange raus. Ich weiß aber noch, dass das LOAD. Oh, nicht. LOAD. Gänsefüßchen, Sternchen. Sternchen. Gänsefüßchen. 8,1. Und er lädt. Aber da wir den Emulator haben, überspringen wir jetzt die bekackte Ladezeit mit der Warp-Funktion. Run. Oh, ich bin schon gespannt. Ja, wie man sieht, ist das die gecrackte Version, die damals halt immer in den Umläufen war. Bei den Spielen von der Ikari Group. Wie ich das richtig habe. Cracked from Tape on. 19.10.88, ja, 88, ja. Weiß gar nicht, welchen Bereich 88 das rausgekommen ist, aber ich glaube, die waren auch sehr fix, wie sie es heute aussehen. Aber wir überspringen das jetzt mal. Ja, wie mit Trainer. Trainer ist quasi heute wie Cheats. Man konnte sich damals, wenn die gecrackt waren, haben die das eingebaut. Quasi Hack, so wie Game Genie oder so. Unendlich Leben, unendlich Energie, Levelstart, hast nicht gesehen. Und ja, ich werde mit Trainer spielen und zwar mit Unendlich Leben, weil dieses Spiel ist so kackschwer. Da würden wir nicht mal weiter als den ersten Level kommen, weil ich die Sprünge immer dermaßen verhauen würde. Das ist unglaublich. If you choose Level Trainer, then press F1 for next level, ja. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Warp, 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 warp. So, erster Level, Central Park. Oh, die Mucke ist schon so mega geil. Die ist von Matt Gray. Genau, Matt Gray hat damals die Mucke gemacht. Die hat auch jetzt bei Kickstarter ein neues Album rausgebracht, wo er quasi seine alten Titel neu arrangiert hat, geremixed hat. Und dann als Bonus-CD quasi Last Ninja 2 Soundtrack komplett neu aufgelegt. Sehr geil. Ist auch schon alles fertig. Digital habe ich schon. CDs lassen auf sich warten. Ich weiß nicht, wie weit er damit ist. Ich weiß gar nicht, kam letztes Mal schon das Update? Weiß ich gar nicht. Erstmal Warp, 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 Warp. Und ich kann dieses Spiel so absolut nicht mehr. Ah, was für Zeiten. Die Mucke, Leute. Ich wusste auch damals nicht, ob es da einen bestimmten Trick gibt, wie man die Gegner am besten bekämpft, ohne wirklich richtig viel Energie zu verlieren oder nur ein bisschen Energie. Aber da wir auch unendlich Leben haben, scheiß doch der Hahn drauf. So, man muss auf den gelben Knöpfchen drücken, damit dann jetzt hier die Luke auf ist und wir hier runterkommen. Vergessen dürfen wir natürlich nicht den schönen Schlüssel hier. Ah ja, siehst du. Die Sprünge sind schon wieder so geil. Oh, die Steuerung, diese isometrische. War zwar damals richtig geil, aber steuerungstechnisch die Hölle. Jetzt dreh dich doch, du Lappen. Ich hätte das Tor ja schon aufmachen können. Warte mal, das war F3 Schlüssel. So, da gehen wir noch nicht hin. Da müssen wir später hin, wenn wir das Level verlassen wollen. Aber wir holen uns jetzt erst noch mal ein paar Waffen. Das noch geschoben krieg. Ja, es kippt da rum. Nochmal den Hotdog mit. Das ist für neue Energie, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Taste das ist, um das zu benutzen, weil das wusste ich damals schon nicht. Oh, scheiße, das könnte eng werden. Wie man die Sachen benutzt, weil ich auch nur eine Kopie hatte von dem Spiel, nicht das Original, ne? Das war ja damals so. Man hatte ja einen Arsch voll des Kettenboxen. Scheiße.
Aber jetzt. Wohl, wenn man es mit den Spielen der heutigen Zeit vergleicht, wird es so einen Trainer gar nicht geben. Man hätte einfach sowieso unendlich Leben. Heutzutage, wie casual das gemacht ist. Wenn ich jetzt mal ganz fies bin bei vielen Spielen. Naja, ich glaube, wir müssen aufs Frauenklo. Scheiße, jetzt komme ich hier nicht raus. Doch. Brauche nämlich einmal die Klokette. Ja, alles klar. Klokette Nummer 1. Hau bloß ab. Da ist noch so ein Spacken. Hoffentlich kann ich den umlaufen. Ah, lass mich in Ruhe. Oh, shit. Der Spacko wirft ja noch was. So, schnell aufs Männerklo, bevor der mich haut. Schaffe ich das? Jetzt geht er doch rein. Nein, nein. Oh, jetzt hänge ich auch noch fest. Ja, dann hau mich doch wenigstens jetzt weg. Nein. Na, ja, ja, er trifft mich. Mach schneller. Wir wollen jetzt hier nicht ewig warten. Scheiße, ey. Ja, ich hätte versuchen sollen, umzuhauen. Ja, jetzt hat er mich. Warte, ich versuche nochmal wild. Ja, Gott sei Dank. Nein, du sollst schlagen. Hau zu, du Lappen. Was bist du denn für Ninja? Ja, Bingo. Weil jetzt haben wir nämlich, wenn wir das richtig haben, uns ein Nunchuck gebastelt. Das kriegst du aufs Freshbrett, ja? Und ich nicht treff. Ja, auf jeden Fall kann man da ein bisschen schneller mithauen. So, ich glaube, hier gibt es noch irgendwo die Ninjarigen Ninja-Sterne. Ninja-Sterne. Ich glaube, hier drin. Oder ne, Rauch. Ja, Ninja-Sterne. Aber Ninja-Sterne, jetzt sag ich schon wieder Sterne. Ninja-Sterne, Mann. Ach ja, genau. Und hier. Ich weiß auch nicht, wie man damals das wirklich dem ausweichen sollte. Ich glaube, das ist auch One-Hit-Kill, der Spacko. Das kann jetzt einen Moment dauern, bis ich da... Boah, Alter, der haut die Hälfte Energie weg. Boah. Das ist Zeitung oder Papier, die brauchen wir noch für was anderes. In Level 3. Oh, jetzt kommen die ersten Sprünge. Oh Gott, ich habe Angst. Ich stelle euch nicht vor, wie schwer das in der isometrischen Ansicht ist, mit der Steuerung da richtig zu springen. Das sind noch wenigen einfachen Sprünge. Ja, jetzt haben wir ein Bow. Ein Bow. So, kommt wieder jetzt heil runter. Glaube ich so, dann ganz. Ja, alles klar. Oh, komm, du Lappen, ey. So, dann beenden wir jetzt mal diesen Level. Hoffe ich. Ah, scheiße. Ich hätte vielleicht andersrum. Obwohl, das ist egal. Wir laufen jetzt einfach weg. Wir laufen und laufen. Bitch! Ah, scheiße. Was? Da. Oh, Gott im Himmel, ey.
Nein, zu früh. Weil die Perspektive wieder getäuscht hat. Wieso zeige ich auf dem Monitor? Das seht ihr eh nicht. Yes, 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 yes. Oh, die Bienen, die Bienen. Wie bei Wicker Man, Nicolas Cage. The bees in my eyes, the bees. Und, oh, hab ich's geschafft? Yes, 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 yes. Brauche den Stock, glaube ich, sowieso, weil sonst können wir nämlich nicht. Das Bütchen anstupsen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das geht. So, jetzt. So, in welche Richtung muss ich denn jetzt hier wegspringen? Springen und... Oh, geschafft. So, wenn das mit dem anderen Sprung jetzt auch so gut klappt. Hier ist beim ersten Mal, das gibt's ja nicht. Sonst habe ich da, glaube ich, schon mal 15 Anläufe für gebraucht oder noch mehr. So, wir machen jetzt die The Streets. Wie es auch eins der geilsten Tracks im ganzen Spiel hat. Eigentlich mein Lieblingstrack aus dem Spiel. So, jetzt orientieren. Können wir geradeaus weiter. Schon mal den Knüppel. Entschuldigung, war Absicht. Da, den Gulli, da müssen wir zum Schluss rein. Müssen wir jetzt einen Gulli-Schlüssel finden. Da ist noch ein hottiger Hotdog. Ich weiß gar nicht, warum ich den mitnehme. Ich weiß eh nicht, wie man den benutzt. Muss ich das wegpacken? Ne? Jetzt. Oh Gott, ist das kackelig, ey. Also wird sowas heute auf den Markt kommen, ey, dann würde sofort das Geflame groß sein. Es ist so scheiße programmiert. Scheiße, hier war ich schon. Komm mal hier über die Straße. Ja, das sieht gut aus. Einer hinten. So. Genau, eintreten in die Tür. Eintreten, Mann! Jetzt holen wir uns. Erst holen wir den Spacko da weg. Oh, jetzt hau doch zu, Mann. Haben wir jetzt ein schönes Schwertchen geholt. Ja, genau, du bist schon wieder da. Komm. Komm, komm, ey, komm. So. Was ich damals auch nicht wusste, wo ich dann nicht darauf geachtet habe, weil die Ampel zeigt jetzt rot an. Wenn die jetzt grün ist, ist hier noch rot und... Nee, tot. Boah, da habe ich damals auch so selten drauf geachtet. Und dann rennst du da lang und dann richtig ratzefatze bist du wieder der Genatzte. Huh. Achso, jetzt ist grün, ja, alles klar. Wir müssen noch die Flasche von dem Penner finden. Oh nein, da lang. Ich glaube, der macht am meisten Schaden. Das Schwert macht, glaube ich, am meisten Schaden. Ich sehe jetzt, glaube ich, hier noch einen weiter. Gucken mal. Ja, da ist der Obdachlose. Dann haben wir jetzt mal die Flasche. Da müssen wir noch den Gulli-Schlüssel finden. Und jetzt ehrlich gesagt... Ja, genau, hier ist das, glaube ich. Das passt schon. Jetzt... Jetzt hau doch zu, Mann.
weiß nicht, da gibt es auch Longplays von dem Spiel und der Spieler ist halt richtig regulär und der rennt da so lang und weicht den aus und aber jetzt mal, wo ich das gespielt habe, ist bestimmt über 10 Jahre her. Die meisten Sachen weiß ich halt noch vom Longplay her und auch zum Teil noch selber, aber das richtig spielen, das werden wir ewig hier. So, jetzt bist du... Na, ne, da kommst du nicht weg um den Spacko-Macko. Hau ab, Mann! Ja, komm, ey, dann leg mir doch in die Füße. Sollst hauen, nicht springen. So. Grün warten. Da haben wir jetzt gemerkt, wo wir lang müssen? Wahrscheinlich nicht. Oh, die Sache ist aber, ich weiß glaube ich nicht bei den anderen Levels. Zumindest nicht nach dem Sewer, was jetzt kommt, weiß ich glaube ich nicht mehr. Wo die Items sind und wie man die benutzt. Weil ich glaube, du kannst im schlimmsten Fall auch so kacke spielen, dass du ein Ding vergisst und dann halt später nicht weiterkommst. War das hier lang? Nein. Doch, nein. Doch, nein, doch. Ach, wir gehen jetzt einfach da lang. Ich weiß es nicht. Nein, verkehrt. Aber wir müssen jetzt hier... Hier ist Gulli. Zu den Ninja Turtles. Aber klar, dass ihr das nicht schafft. Ach komm schon, willst du mich verarschen oder was? So. Nee, aber das Papier braucht man doch nicht für die Flasche. Das ist automatisch schon drin, oder? Ich weiß das nicht mehr. Das ist echt zu lange her. Achso. Ich sollte auf Start drücken. Feuerknopf. Joa, gucken wir mal. Ich weiß doch nicht, warum ich nicht den Schlag oben drüber. Das ist sehr so schwierig zu machen ist. Muss ich da rein? Muss ich überhaupt die irgendwie Items haben? Ich gucken einfach mal. Ja, hier ist auf jeden Fall was. Das blinkt, das nehmen wir mit. Hat Chavo seine Richtigkeit haben. Der ging aber echt fix. Nein, Tag zurück. So. Jetzt kommen wieder Sprünge. Gute Sprünge, die ich hier geschafft habe. Ich weiß gar nicht, muss ich da rüber oder da unten auf die Plattform? Ich glaube rüber, ne? Ah, du dreckige Mistspinne, ey. Tödlicher Ninja von einer Spinne umgebracht. Ich glaube, wenn ich hier durchgehe... Ah, ne, genau. Da muss ich, glaube ich, das Gitter hier aufmachen, ne? Ja! Die war korrekt. Ja, komm, verpiss dich. Aua. Ah ja, das ist auch jetzt richtig geil. Nur ein Weg ist richtig. Bei dem anderen steht man so vor. Und ich weiß nicht, welcher das war. Ich gehe mal ins letzte rein. Und es war verkehrt, war klar. Achso, man verliert nicht komplett. Alles klar. Ah, eine mittlere. Ah, scheiße. Wahrscheinlich sind im Level auch irgendwo Hinweise verteilt gewesen, irgendwie Nummern oder ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, wo das ist. Nein, eins war es nicht. Das ist jetzt bestimmt das letzte.
Boah. Killerratten gibt's hier auch noch. Ich glaube aber. Warten die jetzt noch mal ab. Boah, Alter! Boah, Alter! Ich war doch gar nicht so dicht da dran, dass sie mich treffen. Ah, shit, wir gehen sofort in die erste rein. Oh, und die war richtig. Gott sei Dank. Ja, hier ist das fucking Krokodil. Ey, bleibst du weg. So, dafür haben wir ja unseren Molly. Unseren molligen Molly. Kann man den ja nicht auswählen, oder wie läuft das? Ich glaube, den muss ich... So. Oh, shit, ich weiß... Ja, alles klar. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber irgendwie kann man das... Oh, jetzt trefft den doch. Yes, 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 yes. Ist hier hoch? Wieder durch. Nimmst du Zeit B. Ja, warte, das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Ich hoffe, ich kriege das hin. Och, das war ja einfach. The Basement. Sie sagt, dass wir die Hälfte geschafft haben. Ich glaube, Basement kommt da, Office und dann glaube ich schon der letzte. War das so? Mach wohl. Jetzt finde ich den Weg nicht. Den Weg. Muss ich hier unten lang? Nein. Komm. Oh, komm schon. Er muss da irgendwie hinten rum. Himmel, Arsch und Zwirn. Jetzt. Oh Gott, jetzt. So. Was Schwert nehmen. Oder Gegner kommen. So. Oh, jetzt kletter da hoch, du Lappen, ey. Oh, ich hatte die Waffe gar nicht komplett weggesteckt. Jetzt. Nein! Schippt eine Zugangskarte. Zugang, Zugang. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier oben noch was war. Gucken einfach mal. Oh, jetzt. Er ist auf jeden Fall richtig. Ah, jetzt, ja, alles klar. Ah, jetzt eine Insel. Brauchen nämlich was Hundefutter. Ich glaube sogar, Last Ninja 1 war sogar noch schwerer damals. Ich war doch in der richtigen Position. Ja, und das soll man dann ohne Trainer dann spielen, ohne unendlich Leben. Das ist doch... völliger...
Mumpitz. Wie gesagt, ich bin Killer Ninja und kann nicht mal vom Podest von 3 Metern runter springen. Yes. Verpiss dich. Du dich auch. Oh, jetzt bleibe ich da an dem Pfosten hängen. Close one. So, den versuchen wir jetzt auch zu ignorieren. Das schaffen wir auch. Was ist das? Ah, Futter, Futter. Befütter. Oh, no way. Ich entschuldige mich jetzt schon für etwaige Flüche, die mir entfleuchen könnten, wenn sowas noch öfters passiert. So, warte. 26 Minuten. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das schaffe ich bestimmt nicht so. Oh, lecko mio. Jetzt dreh dich doch. Nein. Ich hab Angst. Boah, voll das Moped daneben gesprungen. Pack das jetzt weg. Das hat zwar keine Auswirkung, aber denke ich, das läuft besser. Einfach drauf los springen. Boah, scheiße, welche Taste habe ich jetzt zurück? Ich mache jetzt so. Nein, drüber weg. Lutscher. So, wenn wir das Level fertig haben, machen wir hier auch ein Break. Machen dann beim nächsten Mal weiter. Und jetzt springe ich schon wieder drüber, Mann. Das Schöne ist ja an Emulatoren, dass man deren speichern kann. Obwohl, das teste ich lieber jetzt einmal vorher, bevor das nach hinten losgeht. Snapshot. Datei. Nein. Oh, scheiße. Wie geht denn das hier? Snapshot Datei speichern. Wir nennen das jetzt 1. Speichern. Gehen jetzt einen Schritt weiter. Gucken. Laden. Oh, es funktioniert, Gott sei Dank. Dann können wir in aller Ruhe nächstes Mal weitermachen. Oh, jetzt! Aber, ey. Kann sich nur um Stunden handeln. Alles wird gut. Alles wird gut. So, jetzt rush ich hier durch. Du miese, pissflitschige Flatsche, Flutsche. Oh, nein! Wieso springe ich nicht einfach ein zweites Mal? Oder ich versuche das jetzt einfach von ihm aus zu springen, aber das wird nicht funktionieren. Und ich habe schon wieder gezeigt und ihr seht das auch gar nicht. Oh, 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 das schaffen wir. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, yes.
Yes, my Lord and Savior. Praise to the God. Jetzt lauf, du Spasti, Mann. So, irgendwo muss hier jetzt Gift rumfliegen. Aber das ist, glaube ich, ein von den Krügen und das blinkt dann, damit man weiß, Achtung, interaktives Objekt. Ah, ne, Kiste, Kiste. Scheiße. Ist hier eine Sackgasse? Oh, sag nicht, ich muss da wieder zurück. Sag nicht, ich muss da wieder zurück. So, Fleisch vergiftet. Oh, shit. Oh, shit. Komm mal hier. Nee. Oh, leck mich. Jetzt weiß ich echt nicht, wo ich weiter muss. Mein Glück müssen wir da jetzt wieder zurück. Und da, wo die einen Schienen waren, dass man da weiter kann. Da, wo... Oder wir gehen einfach da lang. So. Da müssen wir uns jetzt, glaube ich, bestimmt nähern. Nicht zu weit. Oh, die hebt den Kopf. Hebt ihr den Kopf? Mizi, Mizi, Mizi. Ja. Ham, 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 ham. Und bleh. Siehst du, da ist auch... Brauche ich auch die Karte für. Ich glaube, die... Na doch, die Flasche brauchte ich ja für den nächsten Level. Ich wollte sagen, die sind dann doch nicht... Dass man vom vorigen Level was hernehmen muss, aber... Scheint schon. Yay, wir haben es geschafft und wir machen hier jetzt auch einen Break und Ende von Teil 1. Ich hoffe, die Zeitreise zurück in die späten 80er war ganz interessant. Vielleicht auch für die, die diese alten Spiele noch nie gesehen haben. Damit bin ich aufgewachsen. Ja, da hatte mein Bruder damals gekriegt, die C64 und ich speichere jetzt erstmal. Da war ich 5 Jährchen alt. Der hat mich direkt zum Zocken verleitet. Der Schlingel. So, gespeichert ist. So, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, Abend, was auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat, Standardspruch, Daumen hoch, abonnieren. Ihr wollt. Oder Daumen runter. Gibt ja solche Leute. Ist mir auch egal. Klicks und Klicks. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.